Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei Kettle und Köps. Ja, wir sind gerade bei und verkaufen unser Weizen. Wir sind ein Teil davon. Und ich fahre jetzt zurück zum Hof. Und heute soll nach Möglichkeit zum Schluss zu sehen sein, ob wir nun unseren geliehenen Drescher auch um 17.45 Uhr zurückgehen konnten. Das war ja so manuell nicht möglich. Jedenfalls habe ich keine Dings gefunden. Und ja, schauen wir mal, ne? Jedenfalls habe ich mir gestern noch kurz angeguckt, was wir an Gerätschaften noch haben oder haben wollen. Das geht ja darum, dass wir da bald tellern wollen. Und da habe ich ein Gerät gefunden, was für uns passen würde. Und später dann geflügt. Mal sehen, ne? Ob auf Flügen verzichten, das kann auch sein. Weil das ist ja ein recht kleiner Flug, ne? Mit 3,30 Meter. Da brauchen wir Angestellten für. Das kann man nicht leisten. Denn Flügen ist ja interessant, aber sehr lange, ne? Das haben wir ja ein Szenario durchgespielt. Das waren ja auch zwei Folgen, glaube ich, mit Flügen. Ganz ehrlich, das ist für eine Folge ziemlich lange. Sehr, sehr lange. Und da würde ich mal einfach mal testen wollen, ob das ohne Flügen auch geht. Normalerweise ja. Ob es preislich was ausmacht, vom Acker her, von der Fruchtbarkeit oder dergleichen, das weiß ich nicht. Jedenfalls würde ich jetzt tellern auf jeden Fall, weil das soll ja, die Stoppel sollen ja unter der Erde. War nach ein paar Tagen stehen lassen des Feldes, also das Prinzip die Mais, die Weizenkörner, die rausgefallen sind, keimen können, dass sie nicht nächstes Jahr dann entsprechend wachsen. Und sonst würde ja im nächsten Jahr stellenweise jetzt verschiedene, ja, wenn ich Roggen nehmen würde, theoretisch würde auch Weizen durchwachsen, ne? Und das ist ja dann ein Mischgetreide, das kann man ja bestenfalls zum Futter nehmen, ne? Mit dem LS wird es kahler heißen als ob es real auch sowas gibt, weiß ich nicht. Denkt man schon, wenn es da sowas gibt. Als Futtergetreide ist ja im Grunde, naja, egal, ist es nicht, aber wie gesagt, das ist ja auch Hühner mögen ja lieber Weizen, aber wenn ich jetzt für Schweine Schrot mache, da kann man sicherlich auch gemischt nehmen, ne? Ja, man müsste allein noch zwei Ladungen reingehen, aber gut. Schaffen wir heute nicht mehr, ganze Folge. Ansonsten würde ich das nächste Mal, also die Schaltmecke würde 30.000 Euro kosten. Würde ich auch nicht ausleihen wollen. Weil die brauchen wir sowieso. Der Flug wäre auch nochmal ein Kostenpunkt, aber Flug würde ich dann dem verzichten. Aber ich würde gerne dann ein Güllefass dazu nehmen. Das dauert ja einen Augenblick. Gucken wir mal nach. Ein Güllefass. Und zwar müssen wir ein Glas ausleihen dafür. Ja, gut. Weil wir fliegen wollten. Ein großer Flug braucht mehr PS. Wie ist die. Zum einen düngen und zum anderen könnten wir auch theoretisch düngen, also Unkraut bekämpfen. Wenn es hier gehen würde, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube schon. Doch, das geht hier auch. Das haben wir einmal gemacht. So, der Köckel in der Bell wäre das. Und zwar, das ist der kleine. Und hier können wir auch suchen, den großen. Das wäre ein Kostenpunkt von 25.000. So, dann haben wir noch, was ich jetzt wichtig ansehe, ist die Möglichkeit Gärreste oder, oh, der kostet 100.000. Können wir uns ja gar nicht leisten. Den brauchen wir auch noch, das ist nur mal 50.000. Also, das geht schon mal nicht. Stoßstange, wird das gut sein. Heckantriffe. Gewicht.
Ja, gut. Hier ist das Gewicht für unsere für Mais, was wir haben. Das ist ein Tiefenlockerer. Von 65 Meter. Das wäre Flügen, ne? Ja, gut, dann können wir froh sein und tellern können. Und dann düngen wir halt wieder mit unserem Seegerät, ne? Und mit der Seemaschine gleich mit. Ist ja halt so. Also 100.000, 150.000 haben wir jetzt nicht. Also ich weiß zwar nicht genau, was wir noch für Kosten wir haben. Wir müssen noch tanken, wir müssen noch irgendwie mal eine Wartung durchführen nachher. Das wäre ja äußerst blöd, wenn wir jetzt Schulden aufnehmen müssen. Ne? Die Zinsen fressen einen ja auf, mehr oder weniger. Ne? Und anfangs haben wir halt keine Einnahmen. Oder zu wenig. Wir müssen ja im Prinzip das ganze Jahr jetzt wieder warten. Ne? Eigentlich wollte ich mir nur noch ein Feld kaufen, aber das wird ja auch nichts. Aber da schauen wir nächstes Jahr. Dann haben wir den Tellergerät da. Fixkosten, muss ich, vielleicht können wir auch noch ein Feld kaufen. Kleines Feld nebenan oder so. Ja, mal schauen. Wir müssen daran denken, dass wir noch Dünger kaufen müssen und Saatgut. Ne? Das ist ja auch noch gekauft werden muss. Ne? Das ist auch, dass wir einkalkulieren müssen. Ein bisschen Reserve haben. Ne? Vielleicht eine Reparatur oder so, kann sein, dass noch kommt. Ja, der Anfang ist schwer. Also das war ja alles auch so. Ne? Und da sind die Jahreszeiten, ne? Beziehungsweise immer keine Jahreszeiten spielen. Da kommt ja eine Ernte nach der anderen, ne? Nach ein paar Tagen die nächste Ernte. Und dann geht das immer voran. Ne? Mit den Seasons ist ein bisschen schwieriger. Aber ich finde das deutlich besser, wenn das im Realismus schon ein bisschen sehr nahe kommt. Ne? Also nicht, muss nicht 100% sein, aber ich finde das gut, wenn das der Realität sehr nahe kommt. Ne? Wie kann man überhaupt Flammschutz holen? Ne? Das wäre mir so früh fertig, das wäre ja auch blöd, ne? Wenn es so einfach wäre, gleich alle Felder kaufen. Na gut, dass wir hier von der Zeit her viel Zeit haben. So, Uhrzeit 08. Jetzt muss ich mal die Spielzeit vorspulen. Die müssen ja nicht alles verkaufen, ne? Das ist ja. Ne, so ist hier Radio am Machen. Arbeitslichter. So, dann gehen wir die Zeit schneller, dass wir zum Schluss das sehen können mit der mit 108.000 haben wir jetzt drauf, dass wir was wir kriegen. Ich würde die andere Fuge jetzt ganz gerne 8.000 bekommen. 8.000 pro Anhänger ungefähr. Ich würde mal gerne mal die eine Fuhre noch im Lager lassen und dann später verkaufen. Meinetwegen im Herbst oder im Winter. Das ist ja so genau, ist ja auch nicht. Jedenfalls da meinen Preisvergleich zu sehen. 600, also Preisvergleich war ich sowieso nicht. Aber ob die 8.000 nachher mehr. Und da ein bisschen mehr kriegen würden. Vom logischen her, ja. Deswegen haben wir ein Lager, ne? Aber die 30.000 wollte ich schon noch haben. Dann den Rest halt. Ja. Wir gruppern ja im Prinzip vor der Aussaat auch nochmal. Das ist ja automatisch dabei. Das ist ja erst gruppern und dann die Aussaat. Und das andere ist ja im Prinzip, dafür die. Das Getreide im Prinzip. Hier der Händler. Ja. Das wollte ich gucken. Jetzt haben wir 1627. Also die drei Geräte gehen ja weg, ne? Der Anhänger, also der. Ja, da wurde.
Gerät draufkommt, Ladewagen und das Drescher und man zeigt mal hübsch. Ne? Ich will nicht sehen, ob er um 17.45 Uhr in einer Stunde im Spiel dann weggeht. Ich will dich aber nicht eine Woche warten lassen und ich würde es auch ganz gerne wissen. Und beim nächsten Mal, wenn, wenn ich anfange, vergesse ich garantiert, dass ihr was machen wollte. Anführungszeichen. Ne? Also, bin dann eine Woche ist lange hin und bin dann schon leicht vergesslich in der Beziehung. Gerade am Anfang, wenn das alles nicht läuft. Jetzt kommt die Meldung, Mietfrist und weg ist es. Ja, dann ist es abgegeben, ne? Wenn wir jetzt normalerweise steigen und würden hier auf 1 spielen, sagt man so, ne? Was wir normalerweise ja machen, dann hätte man das im Prinzip reagieren können und verlängern können, ne? Sonst ist ja, man sieht, weg. So, dann fahren wir zurück zum Hof. Oh, dazu wird das nix. Oh, Auto. Von links. Kommt der daher? Ja, das kann man genau sehen. Die Meldung. Aha. Vorher kam nochmal eine Mietfrist. Also die Meldung. Ne, also. Und dann. Ja, da kann es reagieren. Ne? Und da geht es um F1. Menü für Fahrzeug. Da könnte man sich auch das Tellergerät auch ausleihen. Ne? Da hätte man das Geld für Feld. So. Das kostet ja nicht so viel. Mietegebühr, also Mietgebühr. Dann Feld wäre an sich auch wichtig, dass wir das in diesem Herbst noch bestellen. Ne? Leider können wir hier kein Agärreste und so und Gülle. Müssen wir probieren. Das 150.000 kann man nicht kaufen, aber wie gesagt, über. Ob wir dafür Geld kriegen, wenn wir das von der BGH oder von der Klärwerk was abnehmen, da ist der Stickstoffanteil sehr hoch. Das könnte man ganz gut nehmen. So, den Anhänger werden wir jetzt in der Garage reinstellen. Schuppen. Den Traktor wieder, ich sag mal so Carport, ne? Luftdicht draußen. Die Gerätschaften sind eigentlich für draußen ausgelegt. Das vertragen die schon. Muss nicht alles eingesperrt sein. Eine Garage, eine Halle kostet ja auch Geld. Klar, wenn Saatgut und so, muss man schon in der Halle haben. Aber wie gesagt, alles andere kann man locker draußen stehen lassen. Ja, Rinder haben wir noch keine. Bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich das machen werde, aber irgendwann kommt es sicher. Habe ich in der zweiten Halle rein. Weil die Anhänger brauchen wir frühestens wieder nächstes Jahr. Ne? Und von daher soll nicht draußen rumstehen. Ne? Sauber ist er auch. Ne? Also unsere Seemaschine. Da hatte ich auch so. Ja, Mensch. Sag gut einfüllen, Mensch. Das war auch so ein. Wenn man so ein Akt so schwierig, ne? Weil ja, das gibt's doch gar nicht. Du hast doch das Ding gekauft, weil im LS gibt es ja immer beides zusammen, ne? Also ohne, also nicht extra Saatgut und Düngelsanteil, ne? Hier Sperling, hier links, rechts, links. Da sind wir da, bin ich zu Hause. So, Mittag fertig, Armut. Bremse. So, riecht es aus, auf jeden Fall. Ja, da war ja wieder knapp. Erinnern sich. Ausschalten. Drehen. Geht nur, wenn man nicht gedrückt hat. So, aussteigen. Das mache ich aber nur hier. Im LS mache ich das nicht.
Erstens gehen nur bestimmte Fahrzeuge so. Und ich sag mal, je mehr Mods man drauf hat, umso mehr gibt es Probleme. So. So, Lüschauer, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Ich gehe schon mal Richtung Haus. Dass ich nächste Woche weiß, dass ich ein paar Tage Nickerchen machen werde, um die Zeit zu beschlagen. Ja, dann sagen wir tschüss. Ciao. Und ein dickes Dankeschön für fleißig reinschalten. Reinschauen. Und der eine oder andere gibt ja mal einen Kommentar an. Tolles Video. Hat mich gefreut. Sag mal, jeder Kommentar ist gut für den Algorithmus. Denke ich mal, von Schaden kann es nicht sein. Tschüss und ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.